Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich nach wirklich sehr, sehr langer Zeit nochmal einen Fashion-Haul für euch, denn ich habe unglaublich viele neue Sachen gekauft. Ich habe Sachen im Sale gekauft, aber auch Sachen zum normalen Preis gekauft. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der ersten Sache. Ich starte jetzt einmal mit den Sachen von H&M und da habe ich mir einmal diese Satinbluse geholt. Ich habe jetzt längere Zeit eine Serie auf Netflix geguckt und zwar hieß die The Fall. Und da war eine Frau, eine Hauptermittlerin oder die Hauptermittlerin, die hatte immer so Satinblusen an und auch einmal eine in so einer Farbe. Und ich fand, das sah so schön aus. Deswegen musste ich die auf jeden Fall mal anprobieren und ich finde, an mir sieht sie auch ganz schön aus, deswegen habe ich sie mitgenommen und sie war auch schön reduziert. Die hat nur noch 14,99 € gekostet. Den Ursprungspreis kann ich hier leider nicht mehr sehen, aber die ist auch so bequem und die sitzt super gut, also kann ich euch definitiv weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch einen ganz, ganz einfachen Pulli geholt. Der ist von außen so mega schön weich. Ich muss mal gerade nachgucken, wie viel der gekostet hat. Der Pulli hier, der hat 9,99 € gekostet und ich finde den richtig cool. So an sich ist der jetzt voll einfach. Ist irgendwie so nichtssagend, wenn man den jetzt einfach so anzieht. Aber ich habe mir auch so Jeansröcke gekauft, die zeige ich euch jetzt als nächstes. Und dazu passt der halt mega schön. Also ich finde, je nachdem, wie man den kombiniert, sieht der richtig toll aus. Und ja, ich habe sehr, sehr lange nach genau so einem Pulli gesucht. Und das sind die beiden Röcke, die ich dazu kombinieren würde. Ich habe mir den direkt einmal in hell und einmal in dunkel gekauft. In hell hat der 14,99 € gekostet und in dunkel 19,99 €. Ich finde beide mega schön. Die sind hier unten so ganz locker einfach abgeschnitten. Also ich glaube, wenn ich die so ein paar Mal wasche, dann sind die unten noch so ein bisschen ausgefranst. Das mag ich sehr gerne. Dann sind die hinten so ein kleines bisschen länger als vorne und hier ist so ein leichter Schlitz. Und das sieht richtig cool aus, finde ich. Auch die Nähte, die sind so ein bisschen angeraut, damit das alles so ein bisschen destroyed aussieht. Und ich habe wirklich jahrelang keinen richtigen Jeansrock gefunden und jetzt bin ich froh, dass ich hier mal einen habe, der mir wirklich zu 100% gut gefällt. Ich finde, damit kann man sich so geil anziehen. Also man kann die richtig gut kombinieren und man kann die sowohl im Sommer als auch im Winter tragen und ja, werdet ihr wahrscheinlich vor allem auf Instagram bald öfters von mir sehen. Dann habe ich mir noch was bei H&M gekauft, was ich nur per Zufall entdeckt habe. Und ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. Ich wollte letztes Jahr schon unbedingt eine Leopardenjacke haben, beziehungsweise einen Leopardenmantel. Und ich habe einfach keinen gefunden, der gut aussah oder der qualitativ hochwertig genug war. Und jetzt habe ich einen gefunden bei H&M und zwar auch noch im Sale. Und zwar war der Mantel, glaube ich, um 20 € reduziert. Der hat nämlich nur noch 49,99 € gekostet. Ich finde den so ultra schön. Der sieht so hochwertig aus. Und was ich auch ganz cool finde, man kann den sogar zumachen, weil die meisten Fake-Pelz-Mäntel kann man nicht schließen. Und die haben halt hier so Widerhaken. Und damit kann man ja, den Mantel auch verschließen, damit es nicht zu kalt wird. Hier habe ich noch etwas in Leopardenoptik. Ich bin dem Ganzen nämlich total verfallen. Es gab ja schon mal so einen richtigen Hype um Leopardenprint. Da war ich so 16 oder so und ich hatte alles an Leopardensachen. Leopardenschuhe, Leopardenhose, Leopardenoberteile, alles. Leider habe ich das alles weggeworfen. Es waren echt coole Sachen, aber zwischendurch war das ja echt so ein bisschen verpönt. Jetzt bin ich aber wieder voll dabei und habe mir bei ASOS dieses Wickelkleid geholt. Ich finde das unnormal schön. Also ich kann es jetzt erstmal wahrscheinlich nicht tragen, weil es ja ein bisschen kälter draußen ist. Aber ja, sobald dann der Frühling wieder beginnt, werde ich das auf jeden Fall auspacken. Das hat 36,99 € gekostet. Es sitzt super schön. Der Stoff ist so schön glatt und weich. Also es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ist auch super gut verarbeitet. Und ja, ich freue mich schon sehr, das bald oder irgendwann wieder tragen zu können. Für ganze 29,99 € musste ich bei H&M auch noch dieses Jeanskleid mitnehmen. Ich liebe Jeanskleider total. Ich bin diesem Trend total verfallen. Und ja, deswegen musste das auf jeden Fall mit. Ich finde das auch sehr, sehr schön im Winter mit einem Pullover drunter, einer dicken Strumpfhose und dann irgendwelchen Enkelboots. Mega cool. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier dieses schwarz-weiß gestreifte Oberteil gut drunter aussieht. Deswegen werde ich euch das jetzt hier einfach mal einblenden. Ich werde das gleich einfach mal zusammen anprobieren. Und ja, dann sind wir auch schon fertig mit H&M. Und jetzt geht's rüber zu
Gina Trikot, würde ich sagen. Und dann starten wir einfach mit dem Oberteil, was ich hier gerade trage. Vielleicht denkt die ein oder andere von euch auch, ich habe vergessen, mein Pyjama auszuziehen. Aber nein, so ist das nicht. Das ist halt so eine richtig coole Bluse. Das ist halt so eine Pyjama-Optik, aber wenn ihr das im Ganzen seht, mit einer Hose, dann sieht das wirklich richtig cool aus. Ich hatte die Bluse jetzt einmal an und ich bin dann an dem Tag wirklich dreimal angesprochen worden. Also scheint es echt gar nicht mal so verkehrt auszusehen. Ich habe da im Store aber eine der letzten erwischt, also schaut gerne mal im Internet vorbei. Ursprünglich hätte die 34,99 Euro gekostet und ich habe sie für 17,50 Euro bekommen. Im Moment bin ich total im Pullover- und Cardigan-Modus und ich habe mir gedacht, ich brauche auf jeden Fall noch einen neuen Cardigan und da hat mich der hier sehr angesprochen. Ich habe ihn bis jetzt immer noch nicht anprobiert und zwar auch von Gina Trikot für 19,99 Euro. Ja, das ist halt so ein Strick-Cardigan, der ja, so einen richtig schönen Grauton hat und ich mag das einfach sehr gerne. Der hat hier so Schlitze an der Seite, dadurch ja, kann ich mir vorstellen, dass er ganz gut sitzt, das werdet ihr aber jetzt sehen. Dann hat er auch noch Taschen, was ich auch ganz praktisch finde. Ihr wisst ja, ich habe einen Hund und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man rausgeht, dass man da irgendwie den Kotbeutel reintun kann oder Bälle oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir auch noch ein figurbetontes neues Kleid gekauft und ich finde das richtig, richtig schön. Das war auch gut reduziert von 24,99 Euro auf nur 12,50 Euro. Das hat überhaupt keinen Ausschnitt, aber ist dafür halt untenrum so ein bisschen ja, spezieller geschnitten. Ich mag das sehr gerne, dass das in dieser Wickeloptik... Ich mag diese Wickeloptik da unten ganz gerne, dass das, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, so... So verläuft halt eben, wie es da tut. Das wirft so ein paar Falten, aber das ist normal, weil das ist hier an den Seiten so gerafft geschnitten. Also ich schätze mal, dass das extra ist. Der Paul meinte schon, das wirft aber ziemlich viele Falten, aber mir ist das jetzt egal. Ich finde das Kleid richtig schön und deswegen behalte ich das auch. Ihr könnt ja jetzt hier oder hier mal abstimmen, ob ihr auch findet, dass das zu viele Falten wirft. Dann habe ich mir hier noch ein Kleid gekauft, was ich noch nie so hatte. Das ist so ein... gelb, schwarz-weiß gestreiftes Kleid, was ziemlich lang ist und auch überhaupt gar nicht so figurbetont, also ist eher lockerer. Und ich habe das hier schon in Größe XS und ja, enger geht es dann anscheinend nicht. Das ist ultra bequem und man kann das anziehen, wenn es kühler ist und auch wenn es wärmer ist. Mit einer Strumpfhose und schönen Boots sieht das sehr schön aus. Man könnte das aber auch, wenn es was wärmer ist, einfach mit schönen Sneakers kombinieren. Und zusätzlich war das noch mega reduziert. Also ich habe statt 24,99 nur 12,50 Euro bezahlt. Dann habe ich auch noch diese Bluse hier entdeckt und die war auch um 50% reduziert. Statt 19,99 habe ich dafür 10 Euro bezahlt. Das ist auch echt eine schöne Bluse. Die hat einen etwas weiteren Ausschnitt und hat vorne so eine Knopfleiste und unten hat die noch so ein Gummiband und dadurch wird das Ganze so ein bisschen figurbetonter. Mir gefällt das richtig gut, sonst hätte ich sie auch nicht gekauft. Und ja, ich kann mir sogar vorstellen, die im Büro anzuziehen oder auch, wenn man mal abends mit seinen Mädels was essen geht oder so. Und ja, für jeweils 5,99 Euro habe ich dann auch noch zwei Stirnbänder gekauft. Ich mag Stirnbänder mega, mega gerne. Ja, und die fand ich ganz cool, so wie die hier vorne geknotet sind. Ich habe das Ganze einmal hier in dunkelgrau und dann auch nochmal in hellgrau gekauft. Und was soll ich sagen? Ich mag Stirnbänder. Bei New Yorker habe ich mir noch zwei einfache T-Shirts geholt. Ich war da einfach drin, weil meine Mutter da eine Hose kaufen wollte. Und dann konnte ich einfach nicht an diesen beiden Shirts vorbeilaufen. Die haben beide nur 4,95 Euro gekostet. Und ich habe mir die beide in Größe M geholt, damit die auch so ein bisschen lockerer sitzen. Einmal das hier, das fand ich voll süß. Friends Forever. Und das stimmt auch, also... Ich liebe Burger und Pommes und ich finde diese Shirts einfach total cool, wenn man die sich vorne so ein bisschen in die Hose steckt. Dann am besten noch einen schönen Cardigan drüber und vielleicht noch eine Kette dazu. Hierfür jetzt nicht unbedingt, da reicht schon das Motiv alleine. Aber finde ich auf jeden Fall voll schön. Und dann habe ich mir auch noch dieses Oberteil hier geholt. Da steht keine Care, keine Don't. Und ich mag gerne so... schnippige Sprüche und ja, das finde ich ganz cool. Ja.
Ja, ihr Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.